Sprechen wir kurz über die Patch Notes vom Patch 1.23. Eine großartige Patchnote, wie ich finde. Ich hatte sie bis eben nicht gesehen. Bei Undead ist nichts anders im Vergleich zu heute. Nee, aber zu Vollständigkeitszwecken müssen wir das ja auch erwähnen. Ich richtig geil. Ich hatte mir die Bilder vorher nicht angeguckt. Ich habe es jetzt gerade erst gesehen. Was sagt man dazu? Was bedeutet das über die Patches, über die Stärke von Undead? Dass Blizzard immer fand, dass Undead gut ist. So wie es ist. Ja. Und das nur keiner richtig ausnutzt, weil Undead ja nie was gewonnen hat. Ja, stimmt. Also hier wird jetzt gesagt, bis 2006 war es eine Teamliga, danach Solo, sagt der Altnacht. Dem glauben wir das mal. Solo. Ich kann ihm da jetzt nicht widersprechen. Ich habe nur im Kopf, dass als ich bei Turtle gearbeitet habe, es noch eine Teamliga gab. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht zu 100%. Deswegen will ich nicht sagen, er liegt falsch. So, springen wir wieder direkt in das Spiel rein. Jo, ich glaube, ich muss auch vorspulen. Ja, kein Ding. Dann kann ich nämlich noch eben die Farben anpassen. Oh, ist ja Turtle Rock. Das ist ja wunderbar. Das ist ja meine absolute Lieblingsmap für alle, die nicht zum 800. Mal einen Stream von mir schauen. Turtle Rock ist meine absolute Lieblingsmap und Undead ist meine absolute Lieblingsrasse. Von daher sollte das doch absolut mein Spiel sein. Ich bin gespannt, ob der Xyz zuguckt. Der hasselt ja so ein bisschen auf Reedmoor rum. Und sagt da, wie krass er in Diablo ist und so. Ja, gut. Der Erzählen kann spielt man doch. viel, wenn der Tag lang ist. Nee, er hat sein Profil verlinkt und das sah auf jeden Fall pre-Add-on sehr, sehr gut aus. Spielt auf jeden Fall einen Monk. Ah, ja, Monk ist Spielt auch, geil. glaube ich, viel DayZ. Hat seine Karriere in StarCraft beendet, wenn ich mich richtig erinnere. Weil er sein Abitur jetzt doch endlich mal hat oder so, weiß ich nicht. Das war irgendwie so ein Running Gag, so dass er seit 2009 gesagt hat, ja, nächstes Jahr mache ich Abi und dann werde ich richtig heftiger Pro-Gamer. Und ja, das zog sich dann halt irgendwie bis 2013 so durch, wenn ich das richtig verfolgt habe. Es kann natürlich auch sein, dass ich da falsch liege, aber in meinem Kopf war das auf jeden Fall immer so, dass X-Lord seit 5 Jahren Abi macht oder so. Aber ja, war ja so ein bisschen Zögling von Take. Die haben ja sehr viel zusammen gemacht. Ja, das ist richtig. Und natürlich auch die große Freundschaft dann mit Jaws und so. Ich erinnere mich da an tolle Gespräche im EPS-Chat. Es Der war immer gute alte ein. EPS-Chat, ey. Das war ein wunderbarer Channel, 3L-Channel, immer beste Unterhaltung. Schade, dass da nicht mehr Leute dran teilhaben konnten. Aber meiner Meinung nach war der WC3L-Channel, IRC-Channel immer wesentlich angenehmer zu handhaben als der EPS-Channel. Also ich bin Der froh, EPS-Channel dass war ich mich Sodom darum. und Gomorra. Ja, ich war froh, dass ich mich darum nicht kümmern musste. Ich bin ganz ehrlich. Schöne Grüße an dieser Stelle an Daniel Taube Schulte, der wahrscheinlich nicht zuhört, aber der noch immer nicht in Vergessenheit geraten ist. Niemals, immer ein sehr netter Typ gewesen, auch wenn er sehr oft gescholten wurde. Taube war immer irgendwie der Assi, so. Ja, ist Das war richtig. super. Da wären wir wieder beim Thema, die Admins sind immer die Assis. Genau. Bist du soweit? Ich denke schon. Ich mache jetzt hier eben noch den Cursor einfangen. Wir sind in Warcraft 3. Ich bin auf 1 Minute vorgespult. Ein X. Dann können wir loslegen. Und zum zweiten Mal überlasse ich dir die Ehre. Das ist Hier. natürlich wunderbar. Der letzte Sync hoffentlich an diesem Tag. Es ist das letzte Game. Es ist das 80. beste Replay aller Zeiten, meine Freunde. X-Lord gegen TLD und es geht los in 3, 2, 1. Sync! Wir sind auf Turtle Rock, Undead Mirror. Rechts unten haben wir X-Lord in Pink. Hier mit einer Early. Gar nicht, mit einer Early Crypt. Und dann in einer späteren Altar of Darkness. Also wird hier relativ schnell auf Ghoule gehen. Rechts oben, links oben, Entschuldigung, haben wir von World Elite den Chinesen Ted. Auch als Undead mit seinem DK First. Er spielt einen frühen Altar, eine späte Crypt in Blau. Also sehen wir hier schon mal etwas unterschiedliche Herangehensweisen. Hier jetzt Er mit hat auch dem einen Graveyard. Graveyard. Da werden Fiends kommen. Schön. Das ist sehr, sehr gut. Das Undead Mirror war ja lange, lange Zeit so ein heftiges Ghouls Gargs-Gemaster. Aber auch jetzt auch X-Lord mit dem späten Graveyard. Ich wollte gerade eine Exkursion wagen in die Geschichte des Undead Mirrors, Ja, aber gerne. Gerne, gerne.
Ja, also ist ja damals mit Madfrog und so gab es da ganz viel Ghoul-Garg-Mirror, wo man dann irgendwie nur so Massen aufeinander hat prasseln sehen und keiner wusste genau, wer gewinnt. Und am Ende stand dann halt noch eine Masse da und die hat gewonnen. Das ist dann so ein bisschen gekontert worden durch die Fiend-Spielweise mit ein paar Ghoulen am Anfang und dann die Fiends zum Runterholen der Gargs. Und dann am Ende haben einfach alle nur noch Fiends gespielt. Ich fand es immer am besten, wenn zwei Spielstile aufeinander getroffen sind. Also so Ghouls gegen Fiends war definitiv das spannendst anzusehende Matchup. Aber TD, da weiß man ja nie, es reimt sich und was sich reimt, ist immer gut. Ob der hier nicht vielleicht auch Banshees oder so rausholt. Ja, der Junge war immer bekannt, so ein bisschen neue Sachen auszuprobieren. Gegen Ork ja den berühmten Lich First Tower Rush eingeführt. Außerdem ein Lich Second mit Frost Armor benutzt und so. Also der Junge war schon sehr innovativ in seinen Spielweisen. Und das lässt die Hoffnung natürlich weiter am Leben jetzt hier für dieses Spiel. Beide creepen natürlich sofort den grünen Spot vor ihrer Base, sind leichte Level und nämlich auch Skelette für die Skelette. Deswegen eigentlich immer eine ganz angenehme Sache hier auf Turtle Rock für die Undeads. X-Lord hat allerdings sehr viel Damage auf seinem Decay getankt. Ich weiß nicht, ob das so smart war. Müssen wir mal sehen. Sehr aggressiver TD, der hier direkt reingerannt in die Undead Base. Da ist kein Tower und nichts. Also, ja gut, jetzt gegen die Ghoul hat er natürlich jetzt nicht so den großen Stich. Ja, was er aber schafft, ist. Ne, ist irrelevant, was ich sagen wollte. Ja, also wir sehen hier Massen an Skeletten und so weiter. Also da wird jetzt vielleicht nicht, also wird wahrscheinlich nichts Großartiges passieren. Versucht hier so den einen oder anderen Echo rauszuziehen, aber natürlich sind da noch einige Coils am Start und so. Callt jetzt hier sogar den Skelly. Er will natürlich nicht, dass sie fallen. Der Acolyte wird hier auch nochmal gecallt. Das wäre nicht bitter, den auf halbem Tech zu verlieren. Hat der da einen gekriegt? Ja, nee, Du kannst es so genau erkennen. Also ich meine, er hat noch alle, aber jetzt stirbt der Erste. Und ein zweiter wird wahrscheinlich auch fallen da unten. Also damit kann er auf jeden Fall den nicht nachbestücken. Ui, aber die Dritter Feed könnte auch fallen. macht oben den Ausgang zu und X-Lord blockt hier alles. Das heißt, der Decay ist in der Base von TD eingesperrt. Wenn er jetzt noch weiter blockt, schafft er nicht. Ist natürlich auch schwierig. So ein Death Knight wendig wie ein Gepard, möchte ich fast sagen, auf seiner Ziege da am Reiten und windet sich da aus der Umklammerung hinaus. Ja, zwei Akkus, also drei Akkus verloren. Zwei, die nicht mehr meinen. Da kann ihm dieses ganze Rumgetigere auch nicht so viel von bringen. Er hat jetzt zumindest eine Fiend, mit der kann er jetzt creepen gehen. Zwei Skellies sind auch am Start. Bewegt sich da wahrscheinlich zu dem grünen Spot. Also mehr wird er jetzt gerade nicht creepen können. Also ist halt schon ziemlich ärgerlich. Ich mache hier kurz nochmal das Scoreboard auf. Er muss jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen sparen. Hat auch nur noch 17 Supply. Er konnte einfach nicht weiter. Hä? Konnte er nicht weiterpumpen? Ah, der hatte kein Ziggurat. Genau, da war zu viel los, er hat das Ziggurat nicht hochgekriegt und dementsprechend sehr, sehr auf kaltem Fuß erwischt worden. Wie heißt das so? Auf dem falschen Fuß Falscher kalt, Fuß, kalt erwischt worden. ne? So. Und jetzt natürlich die um einiges bessere Ausgangsposition für TD. Der hat da genug offenes Supply, er hat Gold genug, er hat seinen Decay auf Level 2, er hat Fiends dabei, er hat guten Damage Output, er kann da machen, was er will, taggt jetzt auch direkt auf T3. Ja, und bei Ixi, der muss jetzt was riskieren und der riskiert das, indem er hier zur Mitte geht und sich die Ogre-Maggie holen will. Das dauert natürlich, denn jetzt gehen die Skellies weg, die Fiend hinten entsnared und da kommt von der oberen linken Seite kommt TD da wieder rein. Boots of Speed jetzt für den Decay, das war auf jeden Fall nicht das schlechteste Item für diese Situation, wird ihm im weiteren Verlauf des Spiels wohl eher wenig bringen. Vielleicht für den Lich, aber. Aber die Cool, die Cool. Die Coil war hier nochmal schön geworfen, hat, glaube ich, die XP für einen Ogre zumindest noch abgestaubt. Also, aus der schlechten Situation macht er noch das Beste, muss man wirklich sagen. Das Wenige holt er da raus, was möglich ist. Fast Level-Vorteil, ne? Also, XP-Vorteil zumindest. Ja. Der Ixi. Der Lord, der Spenst. Jetzt auch mit dem Slaughterhouse. Wir gucken mal kurz auf die Goldmine, wie viel dieser Gogat gebracht hat. 9300 gegen 8900, also ungefähr 400 Gold hat das Akro-Killen im Tech TD gebracht. Das sind zwei Fiends. Ja, fast zwei Fiends, genau. Und das merkt man halt jetzt auch daran, im X-Lord hat jetzt direkt durchgetaggt und kann sich einfach keinen zweiten Helden leisten, sonst wäre der Tech halt ultra spät gekommen. Deswegen nimmt er jetzt einfach den Lich relativ spät erst in Kauf. Das ist aber gar nicht so wild, würde ich sagen, weil
TED auch keinen zweiten Hero baut. Hat jetzt aber seinen Decay auf 3. Das dauert bei X natürlich noch ein bisschen. Nimmt jetzt den einfacheren Spot. Wird jetzt auch 3. Okay. Jetzt kommt der Licht bei Ted. Und auch die erste Obsidian Statue. Jo, also es normalisiert sich gerade alles so ein bisschen, würde ich sagen. Ja, was man halt tatsächlich merkt, sind die, ist die Anzahl der Fiends. Und da weiß ich nicht, ob X-Lord einfach weiter normal spielen kann. Da ist aber ein schöner Creepjack hier. Ein Call geworfen von TD. Wer hat sie gekriegt? Der Observer-Bot hat TD gekriegt. Und das Item hat auch TD gekriegt. Hier Ring of Regeneration bekommen. Jetzt muss der DK von X ein bisschen aufpassen. Muss hier zurückgezogen werden. Hat aber auch die Boots. Also die kommen, der kommt relativ schnell raus. Gibt ja auch kein Slow oder so vom Lich. Also da tatsächlich ein ganz netter Creepjack. Vielleicht kann er sogar hier jetzt nochmal einen Ogre rausholen. Ja, kann er? Ne, konnte er nicht, glaube ich. Wenn ich das richtig gesehen habe in den XP-Balken. Ja, da sieht man jetzt halt einfach den Vorteil in der Anzahl der Fiends, die er hat. Der X-Lord geht jetzt hier wieder rein. Muss jetzt auch eine Potion ziehen, um zumindest wieder etwas HP zu haben. Er spekuliert hier, glaube ich, so ein bisschen auf den Tomb of Experience bei den Forest Troll Trappern. Die scheinen beide doch als sehr, sehr wichtig anzusehen. Aber wie krass schnell so ein Decay mit... Ui, was war das? War kein... Intelligence. Ja, okay. Das sieht man ja super selten, einfach so ein Decay mit Boots. Das ist so krass, wie schnell der ist. Ja, das ist nur Level 1 Aura, ne? Das ist schon ziemlich abgefahren. Ja. Jetzt ist der Lich auch da von Ixie, also der war doch schneller da schon mit Orb. Eine Call nochmal geworfen auf die Fiend. Vielleicht war genau das auch das, was X-Lord wollte. Nämlich so lange den Fighter hinauszögern, bis der Lich da ist. Also vielleicht kann er nämlich jetzt sogar einen... Oh, Boots of Speed schön übergeben auf den Lich. Damit müsste eine Nova eigentlich noch drin sein. Lockt die Flips an, um da ein bisschen Barrikade zwischen sich und seinen Gegner zu bekommen. Oder damit die vielleicht ein bisschen angeschlagen sind oder so. Er sollte auf jeden Fall die Statue killen. Oh, wunderbar mit der Nova den kleinen Creep gekult. Hätte er sich vielleicht aufsparen sollen für den Dicken. Aber der soll für ihn arbeiten und hier die Fiends attackieren. Also alles gar nicht mal so dumm. Das macht ja Chaos Damage. Also ordentlicher Beistand, würde ich mal sagen, der hier geleistet wird. So, wer kriegt die Gigantuan Sea Turtle? Ist da die Nova wieder ready? Nee, kein Mana. Muss die Coil herhalten. Wird jetzt hier fokussiert. Die steht natürlich jetzt auch ganz gut da hinten drin. Also, oh, da kommt die Call. Wer hat die gekriegt? Hast du das gesehen? X-Lord hat die XP gekriegt. Muss das Item... Yeah! Oh, TP! Da kam noch der Fiendschuss. Aber er TP't sich vorher. Hat der junge Eier. Unglaublich. Ja, mit seinen jungen Jahren damals, 2009, da war der bestimmt erst 17 oder so. Ja, kann gut sein. Relativ jung auf jeden Fall. Eier aus Stahl, wenn man es einfach mal so sagen darf. Richtig stark gemacht, so den letzten Schuss noch abgewartet. Jetzt trefft er schon wieder auf TD und der, sein DK ist da auch relativ low. Seit als Third Hero ein Dark Ranger geedit für den Silence-Effekt. Die eine Fiend muss jetzt hier auch sofort zurückgezogen werden. Eine Abo von TD auch schon dabei. Also da sieht es auf jeden Fall um einiges besser aus für den Chinesen. Hat hier auch schon eine dicke, fette Abo vorne drin, die natürlich plus Damage macht gegen die Fiends. Da hängt Temple of the Damned bei TD. Ich hab's gesagt, ich hab mich so drauf gefreut. Wahrscheinlich für Anti-Magic Shell und so. Beziehungsweise, wie heißt denn das? Anti-irgendwas. Ja, irgendwas. Ich glaube, das heißt so. Ist immer ganz, ganz cool gegen den Nova und so. Mal gucken. Auf jeden Fall, also gerade auf so Low-HP-Heroes wie den Lich. Aber dann natürlich auch mit dem Master-Upgrade. Richtig schön die Einheiten zu übernehmen. Hier Nova nochmal auf den Decay von TED. Die ersten Fiends von Ixie werden jetzt hier auch zurückgezogen. Schön geburrowt, richtig stark gemacht. Die nächste muss jetzt auch geburrowt werden. Nicole nochmal draufgeworfen. Eine Fiend von Ted wird jetzt hier fokussiert. Aber das müsst ihr eigentlich auch sehen. Nee, burrowt die nicht. Keine Call geworfen. Die geht jetzt hier down. Richtig stark gemacht. Nochmal der nächste Burrow. Eine zweite Fiend könnte hier jetzt auch noch fallen. Hat er hier keine Call mehr, TED. 12 AP. Die kriegt er leider nicht mehr. Stark gemacht ansonsten. Schöner Fight von X-Lord. Also gut gemicrowed, zwei Fiends, eine Fiend rausgeholt, zwei geburrowed. Stark gemacht und kann jetzt hier sogar noch die dicke Sea-Turtle mitnehmen. Das ist auf jeden Fall wichtig, um hier das Item zu kriegen. Wand of Mana Stealing ist jetzt sehr, sehr ungünstig, weil auf der anderen Seite gerade ein dicker, fetter Invo-Pot gedroppt ist und das im Vergleich doch deutlich besser ist. Abgefahren gutes Micro von X-Lot hier an dieser Stelle. Sehr schönes Burrow eingesetzt, immer wieder schön gefokust. Das hat auf der anderen Stelle so ein bisschen vermissen lassen, würde ich mal sagen. Ich glaube nicht, dass Banshees Master Chain kriegen, weil es eigentlich zu einfach ist, das abzubrechen für einen Undead. Und X-Lot hat jetzt hier, wieder beweist er Mut, indem er hier den Red Spot nimmt.
Er weiß natürlich, dass er in einer etwas schlechteren Lage ist, trotz des guten Falls gerade. Und deswegen muss er eben ein kleines bisschen Risiko gehen. Ja. Kriegt natürlich jetzt auch tatsächlich die besseren Creep-Spots. Hängt dann jetzt noch ein bisschen von dem Item ab, was er bekommt. Bleib mal kurz drauf hier. Es ist Tomb of Strength und, ja, gut, Crystal Ball. Ein Crystal Ball. Der gute alte Crystal Ball. Ungefähr das schlechteste Item, was Warcraft 3 zu bieten hat. Kurz nach Ring of Protection plus 2. Ja, ist schon mies. Also vielleicht, wenn hier viel geburrowt wird bei TD, dann kann er das halt auch decken. Aber ich glaube, er wird es einfach verkaufen für eine Heal-Scroll oder so. Red Spot Creep jetzt auch für den Chinesen. Und das geht super fix, so wie Maske. Boom. Ja gut, aber X-Lord nimmt jetzt den entgegengesetzten Spot. Und den X-Lord zuerst genommen hatte, den roten Spot, der ist natürlich noch da. Das hängt jetzt hier so ein bisschen von der Bewegungsrichtung der beiden Spieler ab, ob X-Lord den auch noch abgreifen kann. Also im Moment steht es da zwei Red Spots für X-Lord zu einem Red Spot für TED. Schauen wir mal, da können ja auch immer ganz gut noch eine Aura, ja, Lion und of Storm mit. Ich glaube, das kann ganz interessant sein in dem Fight, dass für jede Einheit ein Armor mehr kann in dem Kampf nicht uninteressant werden. Okay, ich glaube, das ist ziemlicher Crap, dieses Item. An sich stimme ich dir zu, aber ich glaube, im Mirror kann das ganz interessant sein. 2-0 Tex übrigens bei TED, auch 2-0 bei X-Lot. Der baut jetzt auch den Temple of the Damned. Noch keine Banshees bei TED am Start in diesem Fight jetzt. Er zieht sich auch direkt zurück. Wollte vielleicht nur das TP ziehen oder so. Boah, schön geblockt da die Fiend und mit einer Nova direkt weggehauen. Also X-Lot kommt mir hier bis auf das Early extrem souverän rüber. Auf jeden Fall. Also er hat auch jetzt wieder mehr Supply. Also bis auf diesen einen Kampf sieht's da wirklich sehr, sehr gut aus. Und boah. Im Endeffekt, gleich ist das ja immer ein richtig starker Block hier. Nova nochmal draufgeworfen, dann wird jetzt gleich die Coil zum Healing fallen. Aber selbst das war ja eigentlich gut gemacht. Ein Silence muss er jetzt hier aufpassen. X-Lord auch mit seiner Dark Ranger schon auf Level 2 jetzt ein bisschen aufpassen, die zurückziehen. Der DK steht auch vorne drin. Der erste Abo wird hier angegangen von TED. Der muss auch aufgepasst. Oh, richtig starke Nova hier von X-Lord draufgeworfen. Aber verliert dafür eine Fiend. Die erste wurde da schön gecoilt. TED macht das natürlich auch richtig stark hier mit seinem Micro. Gleicht jetzt auch den Lich aus, beide Level 3, schmeißt nochmal die Coil, rettet die Fiend. Ich frag mich, wo bleiben die Liches? Hammer Steph auf Mana abziehen, benutzt. Mana Steel Steph. Hat man da schön gesehen. Um dem DK das Mana zu entziehen. Ja, noch keine Banshees, ey. Ich will sie sehen, aber das ist wahrscheinlich eher was für das Upkeep. Jetzt X die mit der ersten Banshee. Kassiert jetzt auch ein bisschen, ne? Das war ein bisschen greedy vielleicht, da den Q-Spot zu nehmen. Oh, wer kriegt's? Ich glaube, X, die hat's gekriegt. Hat er noch ein Wand of Mana Stealing, glaube ich, bekommen, ne? Ich meine eigentlich die Experience, aber weiß ich nicht. Das Item, glaube ich, auch. Das XP habe ich nicht gesehen, aber das Item müsste er gekriegt haben. Ja, so direkt wieder schon vorher. Ja, er Wand of Mana direkt wieder Nova auf die Fiend, auch der Lich wird direkt fokussiert, nimmt da den Invo-Pot. Der von Xy steht weit vorne drin, da muss er aufpassen, zieht auch direkt den Invo-Pot. Also sehr, sehr, sehr viel gleich, wie halt so ein Mirror so sein sollte im Idealfall, ne? Ja, TED hat auf jeden Fall wesentlich mehr Fiends. X-Lord musste seine jetzt auch Buron, weil die einfach so angeschlagen waren hier. X-Lord fokussiert jetzt nochmal die eine Set hier, ist auch genau die richtige Entscheidung, glaube ich. Also er kann da trotz des Army-Nachteils, er hat zwar keinen Supply-Nachteil, aber einen Army-Nachteil, relativ viel noch rausholen. Der DK muss jetzt ein bisschen zurückziehen, der Lich von TED wird nochmal eben gecallt im Zurückziehen. X-Lord muss jetzt auch aufpassen, macht jetzt genau das Gleiche. Also da wird wahrscheinlich gleich ein TP kommen, denke ich mal. Oh! Nova down! Und er sagt, es war wegen Lag. Ja, natürlich war es nur wegen Lag. So kennen wir den X-Lord natürlich auch. Immer ein bisschen die Schnauze groß, sag ich mal. Immer für einen flapsigen Spruch dazu haben. Ja, krass, das wirft ihn jetzt natürlich extrem weit zurück, weil er sehr, sehr viel Gold ausgeben muss, um ihn hier an der Taverne zu reviven. Aber ansonsten war er mit den Heroes eigentlich immer so ein bisschen vorne. Vielleicht ist das jetzt weg und das bringt TD die Chance, diesen Red Spot zu machen. Macht er aber nicht. Bisschen seltsam. Ja, vielleicht spielt er sehr sicher. Also ich bin mir... Ich glaube auch, dass das eine bessere Entscheidung gewesen wäre, auf den roten Spot zu gehen. Xy hat übrigens gleich ein Holzproblem, weil seine drei Ghule haben da alles weggehauen und stehen einfach bei der Goldmine. Das ist natürlich ärgerlich. 150 Holz nur noch. Das könnte bitter werden. Das muss er auf jeden Fall schnell checken, sonst sieht es hier ganz finster aus. Sofort wieder Nova auf beiden Seiten. Die Fiends werden gleichzeitig rausgefokust. Und hier sehen wir sie. Anti-Magic Shell auf dem Decay von Xy, damit resistent gegen Nova. Bei TD sehen wir das Ganze jetzt auch.
Curse natürlich auch auf beiden Seiten. Man sieht es immer auf dem Blade Master, wenn das gespielt wird, wie viel diese 30% Misschance bringen. Auf dem Licht sehr, sehr krass. Natürlich werden die Banshees auch sehr schnell rausgefokust, aber man hat es hier gesehen, sie haben ihren Job erledigt, dann sind sie auch eigentlich egal, weil Damage machen die beiden nicht. Level 3 jetzt für die Dark Ranger Ponti, die und jetzt der Licht in Problem, wieder Invo-Pot gezogen. Ixi verliert seine letzte Statue. Seine letzte Fiend. Ponti, die, der Licht! Down! Krass! X-Lord, krass! Ich bin mir nicht ganz sicher, wer es gemacht hat. Der hatte einfach keine Einheit mehr da. Also schöner Fokus hier mit dem Lich. Schöne Frostnova und dann auch mit dem Orb ganz viel Damage rausgepumpt. Hat jetzt hier auch nochmal eine Abo und eine Fiend am Start. Also kann er vielleicht nochmal eine Obsidian Statue killen. Die kann ja auf jeden Fall auch nicht gecallt werden. Das macht er dann tatsächlich ganz nett. Man sieht hier ein bisschen beim Kampfsupply. 41 Kampfsupply nur für TED und 34 nur für X-Lord. Eigentlich ganz stark gemacht dafür, dass er weniger Units hatte. Der Lich auf jeden Fall, krasser Typ. Boah, da kriegt er die nächste Statue. Super aufgepasst. Ja, jetzt muss nachgepumpt werden, ne? Wir brauchen Fiends, wir brauchen Statues. TD hat sehr viel Damage Output. Dafür hat Ixi von den Tank mit drin. Okay, hat TD auch. Er hat jetzt übrigens nur noch 5 Holz und er hat es immer noch nicht gemerkt mit den Ghoulen. Ja. Dass wir dem das Genick brechen. Und er denkt sich, was ist da los? Warum? Was mache ich denn falsch? Und da braucht er eigentlich nur sein ganzes Gold dann für Items ausgeben. Und das auf seine Heroes tun. Ja, das stimmt. Andererseits geben einem Undead Mirror natürlich Heroes nicht so einen großen Einfluss. Natürlich immer noch stark und wesentlicher Bestandteil, aber natürlich nicht so krass wie, weiß ich nicht, zum Beispiel Undead gegen Night Elf oder so. Da wäre es natürlich schon sinnvoller, er hätte ein bisschen mehr Holz. Er hat es jetzt auch gemerkt. Er hat es endlich gemerkt. Seine 3 Ghule sind jetzt wieder am Start und direkt wieder auf 65 Holz hoch. Er wird sich gewundert haben, warum kann ich denn hier plötzlich nichts mehr bauen? Ja, es ist sehr, sehr merkwürdig. Also man sieht hier, wie viele Units getötet wurden. X hier mit 42, T, die mit 28. Also in den Fights immer sehr, sehr gut dabei gewesen, der X-Lord. Und es wäre so bitter, wenn ihm das jetzt das Genick brechen würde. Oh, und beide gehen gleichzeitig zum Red Spot. Wer pullt den zuerst? Oh, Ixi ist der Erste. Ja, aber das war ja quasi gleichzeitig. Das könnte jetzt richtig spannend werden. Hat TD müsste X-Lord eigentlich gesehen haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Kriegt jetzt hier den Ersten. Den zweiten Warrior müsste er eigentlich auch bekommen können. Nee, TED macht es jetzt ganz gut, fokussiert ihn hier relativ schnell. Der Vollstroy Berserker geht auch down für TED, also mehr XP auf jeden Fall. Jetzt surrounded er den Ogre Lord. Super! Okay, er hat ihn dicht gemacht, wäre super gewesen. In der Zeit kriegt X-Lord die beiden kleinen Dinger und jetzt kriegt er wahrscheinlich auch noch den Ogre Lord. Muss jetzt aber aufpassen, sein Decay. Was macht denn da sein Decay? Er lenkt ab wahrscheinlich die ganze Zeit. Ja, wenn man so viel ablenken will und dafür dann 700 HP einbüßt, ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt geht der Ogre Lord doch an TED. Keine Coil mehr geflogen. Was haben wir da? Medallion of Courage. Ist eigentlich ganz nett, ne? Strength und Intelligence für den DK. Kann er beides gebrauchen. Jetzt muss Ixi aufpassen hier. Oh, nochmal eine Potion geschluckt. Alles voller Anti-Magic Shell, damit die Nova nicht so trifft. Und die geht jetzt direkt auf seinen Lichtkeuter als Konter hinterher. TED meiner Meinung nach mit der viel besseren Army. Wie sieht's mana-mäßig aus? Der Lich ist leer. Bei Ixi ist da gleich wieder eine Nova und das kleine Anti-Magic Shell. Das könnte das vielleicht nochmal reißen, aber da ist so viel Damage, ey. Ja, die Nova war auch nicht so gut. Nochmal Invo-Pot gezogen hier vom Lich. Der musste auch auf jeden Fall aufpassen. Also alles jetzt hier mit Anti-Magic Shell behaftet. Die eine Fiend wird jetzt zurückgezogen. Schöne Call. Aber die Abo kann vielleicht noch die andere Fiend hier rausholen. Jetzt muss der DK von Ted ein bisschen aufpassen. Wurde gesilenced, ist auch auf 300 HP runter. Aber zieht sich hier relativ weit zurück. Ein ziemlich langer Kampf. Jetzt geht's hier auf die Dark Ranger. Auch die muss zurückgezogen werden. Jetzt kommt hier ein Fokus vom Lich. Nee, kein Fokus von den Fiends hinterher. Das reicht dann doch nicht. Und ja, eigentlich ein ganz guter Fight für TED, würde ich sagen. Yep, würde ich auch sagen. Die ganzen, also fast alle Fiends von X-Lord gekillt. Selber hat er noch 4 Stück mit 3-1 Upgrades. Die sind auf jeden Fall richtig viel wert. X-Lord hängt da so ein bisschen das Armor-Upgrade hinterher. Ja, ich weiß nicht so ganz genau. Die Echsen sind jetzt down. Also, was heißt die Echsen? Ted's Echse ist jetzt down und X-Lord hat noch 400 Gold. Ja, jetzt wird das nämlich ein Vorteil, was am Anfang so ein riesen Nachteil war. Jetzt kann er noch ein bisschen was raushauen, aber goldmäßig gibt sich das nichts. Die hat das aufgespart. Von daher ist das eigentlich relativ egal. Es wird auf jeden Fall wichtig, wer den Lich als erstes auf 5 kriegt. Und da ist X-Lord weit, weit vorne.
Ja, das okay, ist doch nicht. Nicht. Ja, nicht, ja. Ja, ein bisschen. Aber jetzt mit dem Sea-Turtle-Spot. Ja, 27 ja. Supply. 27% versus 6%. Ja, ungefähr so ein Viertel mehr, Fünftel mehr. Ja. Das ist eigentlich ganz nett gemacht, aber X-Lord ist auf 58 Supply, also schon im Low Income. Das ist natürlich bitter. Jetzt hat er zwar schon Gold mehr, muss davon aber einen Drittel abgeben. Das ist natürlich ärgerlich. Also nicht ein Drittel, 30%, ne? Sind's 7 Gold kriegt man von statt 10. Fast ein Drittel abgeben. So, beide also extrem knapp vor Level 5 für den Decay. TD holt sich das jetzt. Level 3 Coin natürlich auch super wichtig. Das sollte sich Ixi auch irgendwie regeln. Aber das leichter gesagt als getan, weil hier ist nichts mehr zu creepen. Und Ted mit der Echse, Ixi nicht. Joa. Da hat sich's gelohnt, das Geld ein bisschen aufzusparen. Und wenn X-Lord die nicht findet, dann sieht's hier relativ bitter aus. Aber er hat sich irgendwas. Riecht komisch für ihn. Er schickt hier schon den ersten Ghoul raus. Jetzt erstmal zum Kopf der Schildkröte. Da hat TD auch gescoutet. Dann bin ich mal gespannt, wohin der Ghoul jetzt weiterläuft. Ja, er läuft auf jeden Fall weiter. Und damit wird er wahrscheinlich zu den beiden anderen Expansions auch laufen. TD weiß natürlich, was aber jetzt gleich passieren wird. Bewegt sich mit der ganzen Armee dahin. Aber auch das sollte eigentlich schon genau das Zeichen sein für X.